Hallo, ich bin die Anja Stemmer. Ich bin informelle Malerei in München. Ich mache informelle Malerei, das heißt, ich mache großformatige Bilder und ich arbeite mit sehr flüssigen Farben. Das heißt, ich brauche relativ viel Fläche, denn die Bilder müssen trocknen. Das ist einerseits eine Chance für mich, andererseits aber auch ein Problem, weil ich brauche große Flächen. Und insofern war ich überglücklich, als ich eines Tages, ich war allerdings gerade im Urlaub in Spanien, auf der Website von BBK Oberbayern gesehen habe, 70 Quadratmeter Atelier zu vermieten und das auch noch im Westend. Also für mich nur eine Viertelstunde mit dem Fahrrad hierher. Und sofort habe ich angerufen, E-Mail geschrieben, ich hätte das Atelier auch vom Foto genommen, denn ich war so begeistert von meinen 10 Metern Fensterfront, die ich hier habe, von dem Licht, von den Möglichkeiten, mich auszubreiten, dass ich ja überglücklich war, als tatsächlich ich dann ausgewählt worden bin und hier einziehen durfte. Ja, und seitdem rate ich jeden Tag über die Donnersbacher Brücke, mache hier viel, habe auch schon ganz neue Ansätze entwickelt, weil so ein Umzug in neue, größere Räume, da gehen auch immer wieder Möglichkeiten auf, das inspiriert, das belebt die Kreativität. Also insofern habe ich wieder eine neue Serie begonnen und bin mal sehr gespannt, was aus der dann hier auch noch werden wird. Und zu sehen jetzt am Wochenende bei Open West End? Sind im Wesentlichen hier einige Großformate und dann aber auch, weil natürlich nicht jeder Platz hat für 2 Meter auf 1,50 Meter, einige Arbeiten auf Papier, die deutlich unter 500 Euro liegen, auch kleinere Arbeiten, die so dann, man eher mal, wenn man sie schön findet, mitnehmen kann. Insofern, dass für jeden was dabei ist, weil ich finde, die Kunst muss durchaus auch bezahlbar sein, sodass jemand, der sagt, oh, diese Farben sprechen mich an, das würde bei mir gut reinpassen und sei es ans Regal oder an den Arbeitsplatz, der soll auch die Möglichkeit haben, sich ein Originalkunstwerk mitzunehmen und nicht nur bei IKEA im Posterregal wühlen zu müssen nach der Brücke.